Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren und auch die ehemaligen Herren, die sich hierher verirrt haben, ein herzliches Willkommen. Ich darf Sie sehr herzlich im schönen Festsaal des Heimatmuseums in Saalfeld begrüßen. Heißt nicht das Stadtmuseum, ich weiß, aber Heimatmuseum, finde ich, klingt trotzdem immer noch mal ein Stückchen schöner. Wir haben heute ein ganz besonderes Event zum Internationalen Frauentag, nämlich das Landespolizeiorchester Thüringen. Ein ganz großes Dankeschön, dass die Damen und die Herren sich aufgemacht haben, heute in Saalfeld ein Konzert zu geben. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal eine so schöne, würdige Frauentagsfeier in den letzten Jahren hatten. Also ganz, ganz großes Dankeschön. Ein großer Dank an die Frau Kurat von der Saalfelder Polizei, die das wieder hervorragend organisiert hat. Und natürlich auch an Herrn Schunk, der heute in Vertretung von Herrn Schnelle die Begrüßung übernimmt. Die Anne Graber, Geschäftsführer von RSB, ist heute auch hier mit auf der Bühne. Es erschließt sich auch gleich, warum sie unterstützt, nämlich diese Veranstaltung heute. Wir werden gleich noch ein paar Sätze dazu sagen. Und es ist also wirklich schön, auch dass der Saal heute so gut gefüllt ist. Das Polizeimusikorchester ist jetzt zum dritten Mal in relativ kurzer Zeit hier. Das erste Mal war es nicht so gut gefüllt. Das zweite Mal gab es eine sehr schöne Veranstaltung zur Verkehrserziehung mit den ersten Klassen aus Saalfeld. Und heute, denke ich, ist es wirklich so, dass es auch Spaß macht, für die Musiker vor dem vollen Saal zu spielen. Internationaler Frauentag, ist das noch zeitgemäß, das zu feiern? Natürlich. Es soll heute natürlich nur ein plakativer Gruß sein, auch das muss man sagen, denn man sollte eigentlich das ganze Jahr über würdigen, was Frauen leisten. Und es ist ja nach wie vor so, dass die Gleichberechtigung zwar große Schritte nach vorn gemacht hat, aber dass die Hauptlast der Familie, der Belastung neben der Arbeit, das muss man ganz ehrlicherweise auch als Mann so gestehen, bei der Frau liegt. Und ich glaube, das sollte man auch immer wieder daran erinnern, dass das so ist. Und heute ganz plakativ Danke sagen. Aber den Männern, die hier sind, ich mache das auch so, ich versuche es zumindest, sollte man nochmal sagen, dass man das ganze Jahr drüber dran denken sollte, seiner Frau einfach mal ein Danke zu sagen. Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, als Vertreter Ihrer örtlichen Polizei, Ihrer örtlichen Polizeibehörde, ist es mir natürlich auch wichtig, ein, zwei Sätze zu sagen. Ich habe mir auch einiges aufgeschrieben. Herr Bürgermeister mit seinem prüfenden Blick hat das erstmal als gut befunden. Allerdings Herr Wolf, als wichtiges Mitglied des Polizeiorchesters meine halte ich kurz. Genau das werde ich tun. Das vergangene Jahrhundert war das Jahrhundert der Emanzipation. Das feiern wir als Erfolg, aber es ist noch nicht genug. Es ist noch ganz viel zu tun, dass diese Emanzipation auch in unserer Gesellschaft weiter vorangebracht wird. Selbstkritisch möchte ich Ihnen sagen, wir als Polizeiorganisation, haben nicht mal ein Drittel der Mitarbeiter, die weiblich sind. Das ist zu wenig. Das heißt, wir müssen selbst viel dafür tun, dass wir unseren Beruf weiterhin attraktiv gestalten. Und daher sind wir umso dankbarer, dass auch das heute mit als Botschaft mit stattfinden kann. Daher, Herr Bürgermeister, vielen Dank, dass Sie uns hierzu auch die Bühne geben. Und dass es eine gute Idee war, das sehe ich an Ihren freundlichen Gesichtern und auch an Ihren zahlreichen Menschen. Ja, ich freue mich natürlich auch hier in Vertretung für die RSP mit hier vor Ort zu sein. Und natürlich freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass wir die Veranstaltung mit unterstützen können. Deswegen haben wir auch noch einen Spendencheck mitgebracht, den wir jetzt auch noch symbolisch übergeben und wünschen natürlich heute hier allen Frauen einen schönen Frauentag, ein wunderbares Konzert und ja, vielen Dank. Kurz genug? Okay. Dann herzlichen Dank. Viel Spaß, einen schönen Nachmittag und ein wundervolles Konzert. Und ich hoffe, dass wir dann geschmeidig nach Hause gehen können und den Tag noch schön ausklingen lassen. Und hoffe, verbinde das gleich mit der Bitte, dass das Landespolizeiorchester vielleicht auch in der Zukunft sich immer mal wieder nach Saalfeld holt. Vielen Dank, dass Sie hier zur Verfügung stehen mit Ihrer Firma.
kleines Präsent an Sie. Also ein Blumenstrauß und eine Symbolik. Vielleicht findet sie bei Ihnen in der Firma Platz, eine Symbolik von uns als Ihre örtliche Polizeibehörde. Und was ganz, ganz wichtig ist, das daran hat Frau Kurort gedacht und ich auch, dann haben wir noch ein Präsent von Frau Hertel. Denn Frau Hertel ist die ganz gute Seele der Firma, die uns dabei und auch die Stadt dabei unterstützt hat. So, jetzt schauen wir uns auf Herrn Wolf. Herr Wolf guckt noch freundlich und ich glaube, Herr Wolf, wir haben alles richtig gemacht. Dann viel Freude beim Konzert. Ja, sehr geehrte Damen und vereinzelte Herren, herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Saal in Saalfeld. Wir Musiker des Polizeiorchesters Thüringen freuen uns wirklich sehr, Ihnen, geehrte Damen, ein besonderes Frauentagsgeschenk zu machen. Ein Konzert extra für Sie, liebe Damen. Mit der eben gespielten Ouvertüre der Barbier von Sevilla haben wir unser Konzert schwungvoll eröffnet. Giacchino Rossini schrieb diese Oper und diese wurde im Februar 1816 in Rom uraufgeführt. Und wie immer geht es in dieser Oper natürlich um die Liebe und natürlich um die Frauen. Und mit dem nächsten Medley, welches frühlingshafte Melodien beinhaltet, setzen wir unser Konzert zu Ehren der anwesenden Frauen fröhlich fort. Josef Hastreiter stellte diese Melodienfolge zusammen und überschrieb diese mit Das ist der Frühling. Viel Vergnügen wünsche ich Ihnen in den nächsten Konzertminuten Ihr Polizeiorchester Thüringen. Thank you.
Streußen, die große Musikerdynastie aus Österreich. Johann Strauss' Sohn unternahm viele Reisen und Konzerttourneen mit seinem Johann Strauss Orchester und wurde auch in Amerika bravourös gefeiert. Auch familiär hat er immer wieder neue Ideen. Dreimal verheiratet und er wechselte für die dritte Hochzeit sogar die Staatsbürgerschaft. Es war damals in Österreich gar nicht so einfach, sich scheiden zu lassen. Daraufhin wandte er sich an seinen Freund, den Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha, und der Herzog richtete alles gesetzlich ein. Und somit wurde Johann Strauss das dritte Mal geehelicht und war bis zum Tode glücklich mit seiner dritten Frau verheiratet. Johann Strauss' Sohn war also gewissermaßen ein kleiner Thüringer. Ja. Und mit seinem bekannten Frühlingsstückenwalzer setzen wir unser Konzert fort. Er komponierte dieses Stück im Jahr 1883 und ist eines seiner beliebtesten Werke. Der Walzer wurde erstmals am 1. März 1883 im Konzertsaal der Wiener Musikvereinigung unter der Leitung von Eduard Strauss, dem Bruder des Komponisten, uraufgeführt. Der Walzer wurde schnell populär und ist bis heute ein fester Bestandteil vieler Konzertprogramme, besonders während der Frühlingszeit. Hören Sie nun den Frühlingsstimmenwalzer von Johann Strauss Sohn, fast Thüringer. Thank you.
Schlafprobleme. Ja, Frösche. Diese werden ja oft mit dem Frühling in Verbindung gebracht, da sie zu den ersten Lebewesen gehören, die nach dem Winter wieder aktiv werden, so wie auch einige Musiker. Sobald die Temperaturen steigen und die Tage länger werden, beginnen Frösche zu quaken und sich zu vermehren. Ihr Gequake wird als typisches Geräusch des Frühjahrs angesehen und wird daher mit dem Frühling in Verbindung gebracht. Und Tino Hammersch-Göttermann bringt sich nun musikalisch ein, um Ihnen dieses Geräusch des Frühlings humoristisch zu präsentieren. Die Froschpolka, ein Solostück für Posaune. Und dieses Instrument eignet sich hervorragend und am besten, um mit dem Wah-Wah-Dämpfer einen Frosch zu imitieren. Hören Sie nun die Froschpolka an der Posaune, Tino Hammersch-Göttermann. Thank you.
Ja, Frauen und die Mode. Es ist ein weites Feld und immer wieder schön. Und so soll es auch bleiben. Es dauert erst noch ein Jahr. Gerade wenn es um Mode geht. Wenn ich am Morgen zum Beispiel mich ankleide, sage ich ja, ich werde heute dieses Hemd tragen. Wenn meine Frau sich morgens ankleidet, sagt sie, ich werde heute dieses Hemd tragen, mit diesen Hosen, diesem Schal, diesen Schuhen und dieser Handtasche kombinieren und dann werde ich wahrscheinlich trotzdem eine Viertelstunde zu spät zur Arbeit kommen. Das ist unser tägliches Ritual. Aber wie es einem Mann erging, erzählt die kommende Geschichte aus der Feder von Otto Reuter. Der Blusenkauf. Wenn Frauen was kaufen, das geht flink. Ich weiß, wie es meinem Freund erging. Der Jungvermählt wollte in der Früh mal ins Büro. Da sagte sie, lass mich ein Stückchen mit dir gehen. Dann blieb sie vor dem Laden stehen. Dein Portemonnaie, ich bin gleich zurück. Es dauert nur einen Augenblick. Bleib draußen, sprach Frau Suse. Ich kauf nur schnell eine Bluse. Nun geht sie rein. Einen Augenblick. Ihr Mann, sehr heiter, bleibt zurück. Er freut sich, das Wetter ist sehr schön. Die Kinder, die zur Schule gehen. Und sie sagt drin zur Mamsell, eine blaue Bluse, aber schnell. Nun schleppt man alle Blauen rein. Und nach einer Stunde sagt sie, nein, ich finde keine nette, ich möchte eine Violette. Nun packt man alle Violetten aus. Ihr Mann geduldig steht vorm Haus, denkt ziemlich lange, wer zum Kauf, geht auf und ab, ab und auf. Und sie sagt drinnen, das ist nett. Ach, wie kann ich nur violett? Da fällt mir ein, Frau Dr. Schmidt geht immer mit der Mode mit. Und die kriegt jetzt eine gelbe, ach, geben Sie mir die Säle. Nun packt man alle gelben aus. Der Mann wird hungrig vor dem Haus, der Mittag naht, die Sonne sticht. Die Kinder kommen vom Unterricht und sie sucht drinnen und sagt alsdann, was geht Frau Dr. Schmidt mich an? Wie kam ich nur auf eine gelbe? So der Frühling, die Natur zeigt frohe Hoffnungsmiene. Ach, geben Sie mir eine grüne. Nun packt man alle grün aus. Da gibt es ein Unwetter draus, es regnet bis zum Abendbrot, ihm fehlt ein Schirm und Abendbrot. Und sie sagt drinnen zum Mamsell, hä, so ein Wetter heute und dazu hell? Und überhaupt, wir haben bald April, da wird's oft nass und kalt, da bin ich die Blamierte, ach, geben Sie eine Karierte. Nun packt man die Karierten aus, ihr Mann, der Wand. Und röchelt raus, ein Augenblick, das war ihr Wort. Dann fällt er um, man trägt ihn fort. Da kommt sie mit einer roten raus, hier bin ich schon, ruft Rosi aus und schreit, mein Mann, mein einziges Glück, Gott ist er tot. Ein Augenblick und in den Laden starrt sie, dann geben sie mir eine schwarze. Geht's mit der Musik des Polizeiorchesters weiter. Viel Vergnügen. Thank you.
im Saal. Sie wissen, wie wichtig Sie sind, besonders in Partnerschaften. Müssen alles organisieren, am meisten den Hausvorstand inne und so weiter und so weiter. Sie sind unerlässlich und das wissen auch die Männer. Es ist heute Ihr Tag und auch in der Familie des Joachim Ringelnatz war das so. Und seine Frau stand ihm immer beiseite und stärkte seinen kabarettistischen Rücken. Frau Peter Ringelnatz-Wötticher hat die Gedichte ihres Mannes gesammelt, abgetippt, in eine wirksame Ordnung gebracht und so entstanden zwei wichtige Lyrikbände. Das eine heißt Reisebriefe eines Artisten und das zweite Allerdings. Und im letzteren steht das Gedicht An M. Großes M, kleiner Punkt. Der du meine Wege mit mir gehst, jede Laune meiner Wimper spürst, meine Schlechtigkeiten duldest und verstehst, weißt du wohl, wie heiß du oft mich rührst? Wenn ich tot bin, darfst du gar nicht trauern, meine Liebe wird mich überdauern und in fremden Kleidern dir begegnen und dich segnen. Lebe, lache gut, mache deine Sache gut. Joachim Ringelnatz. Ja, und was hat nun dieses ominöse M zu bedeuten? Auch das ist ein schnell lösbares Rätsel. Ringelnatz hat seine Frau nämlich mit einem Kosenamen erfreut. Er nannte sie Muschelkalk. Ja, allen, die sich jetzt amüsiert oder ablehnen, winken, geben wir mal 5 Sekunden Nachdenkzeit, wie sie in den letzten Tagen genannt wurden. Ja, die wissen es. Ja, wir alle lieben ja Statistiken und damit kann man fast alles beweisen. Ja, und es gibt auch Kosenamen. Statistiken. Und Männer, sagt man, benutzen häufig Kleintiernamen zum Kosen. Kleine, fällige, federige Tiere kommen zum Einsatz. Hasen, Mäuse, Spatzen, Katzen. Und was auffällig ist, zumeist werden Tiere noch verkleinert. Hasi, Spatzi, in Baden-Württemberg übrigens Spätzle. Na, Scherz. Katzilein, zweifache Verkleinerung. Mausileinchen, dreifache Verkleinerung. Der Mann muss die Frau anscheinend auf eine Größe bringen, damit er damit zurechtkommen kann. Ganz nebenbei, im Streitfall wachsen die Tiere. Ziegen, weibliche Schweine und Kühe müssen wir erhalten. Aber zurück zur Spitzenleistung der wörtlichen Bekosung. Auf Platz 1, zurzeit unangefochten, Schatz. Klar, der Mann weiß, was sie ihn kostet. In Lauerstellung auf Platz 2, demnächst mit der alternden Bevölkerung wieder auf Platz 1 vorrückend, wo es jahrelang stand, das Wort Mutti. Ja, also, gut. Ich bin schon fast am Ende. Hören Sie jetzt ein Potpourri der schönsten und bekanntesten Melodien aus Carl Sellers Operette Der Vogelhändler. Und diese Melodien kennen Sie wahrscheinlich alle. Mitsingen ist erlaubt. Grüß euch Gott alle miteinander. Schau mir nur recht ins Gesicht. Bin ich's oder bin ich nicht? Oder die Christel von der Post. Und auch ich bin der Prodekan. Man sieht's mir gar nicht an. Ist mit dabei. Viel Vergnügen nun mit Melodien aus Der Vogelhändler. Thank you.
Agenturen gibt es schon sehr lange. Für einen gewissen Betrag konnte man sich früher diverse Kataloge anschauen und konnte sich dann entscheiden. Und in der heutigen Zeit ist es ja wirklich viel einfacher geworden mit dem Internet. Da gibt es so manche Überraschungen mit einem Rendezvous manchmal. Aber was wählt man nun aus auf der Suche nach dem idealen Partner? Jünger, viel jünger oder älter, ganz alt, vielleicht vermögend? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Otto Reuter, der Komiker aus der Altmark, dessen Familie aus dem Eichsfeld stammte, hatte da auch Tipps diesbezüglich. Nehmen Sie doch einen Alten. Die Statistik zeigt dem Kenner, es gibt mehr Frauen als die Männer. Drum rate ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Doch bitte sich begnügen, es kann nicht jeden Schönsten kriegen. Schauen Sie nicht so wählerisch, nur nach dem, der jung und frisch.
Nehmsen Alten. Nehmsen Alten. So ein Alten wohl bestalten, so ein Beamt mit Pension. Sehr begehrt ist die Person. Nehmsen Alten, Nehmsen Alten. Ist er ein bisschen aufgefrischt, ist er besser oft wie ein Junger und stets besser als wie nischt. Ist so ein Mann auch kein Adonis, wenn's man bloß eine Mann-Person ist? Ging die Schönheit auch per Du, umso mehr schaut man auf sie. Hat er auch vielleicht eine Glatze? Nun, einer kriegt sie, einer hat sie. Oder hat er auch ein Doppelkinn? Gut, dann greift man doppelt hin. Nehmen Sie einen Alten, kriegt er auch schon einige Falten? Die sind bloß am Kopf zu sehen. Das andere ist vielleicht sehr schön. Nehmen Sie einen Alten, ist er auch schon dick und breit? Den Jungen müssen Sie erst füttern und den haben Sie schon soweit. Ein Junger lässt sich schwer bezwingen, wenn sie den Kartoffel schwingen. Ein Alter gibt ins Portemonnaie, macht Betten, kocht Kaffee. Ein Jünger küsst zwar heiß und mächtig, doch ein Alter küsst bedächtig. Was ihm fehlt an Temperament, das ersetzt er durch Talent. Nehmen Sie einen Alten, der stets gut auszuhalten. Ein Junger küsst auf Unbedacht, heiß und schnell, drum geben Sie Acht. Nehmen Sie einen Alten, der geht weniger aus raus. Küsst nicht oft, doch dauert's länger, dadurch gleicht sich's wieder aus. Drum können Sie keinen Jüngeren haben, nehmen Sie sich einen alten Knaben. Gibt ja viele dort und hier, und wie wär's vielleicht mit mir? Ich empfehle mich hier aufs Beste, hab noch heute sehr schöne Reste. Grüß sie alle aus der Fern, schreiben sie mal, ich komme gern. Nehmen Sie einen Alten, der ist froh, wenn sie ihn behalten. Er bleibt treu in Ewigkeit, wird immer treuer mit der Zeit. Nehmen Sie einen Alten, der küsst voller Liebesqual, denn der denkt bei jedem Kusse, uch, ist vielleicht das letzte Mal. Und ein musikalisches Rendezvous darf nun erklingen. Kennen Sie noch die erfolgreiche Operette Messeschlager Gisela von Gerd Marschinski? Na? Ja. Ah, da geht's natürlich um die Mode und um die Leipziger Messe. Im Modeatelier VGB Berliner Schick herrscht Betriebsleiter Herr Kuckuck, ehemaliger Buchhalter, der in seinem Betrieb massenhaft Waren produzieren lässt, die kein Mensch tragen kann. Wichtigstes Ziel, Erfolg bei der bevorstehenden Modemesse in Leipzig. Neben ihm und seiner Chefsekretärin gibt es da aber auch noch Gisela, Mitarbeiterin mit Bodenhaftung, auf die auch der Zeitungsfritze Fred Funk ein Auge geworfen hat. Zum heiß begehrten Messeschlager in Leipzig wird schließlich nicht der Entwurf aus der Chefetage, sondern der von Gisela genommen. Mode für und nicht gegen die Frau. Ja, und viel Erfolg hatte diese tolle Operette im Jahr 1960. Ein Jahr später gab es schon in der ehemaligen DDR 25 neue Produktionen. Und die im ganzen Land war hörbar. Wir intonieren jetzt aus dem Finale den Titel Die Welt gibt sich ein Rendezvous. Kaufleute aus der ganzen Welt betreten die Bühne und sie können erraten, wann es kubanisch, chinesisch, holländisch, ungarisch, indisch, italienisch und russisch wird. Oh, jetzt habe ich natürlich schon die Reihenfolge verraten. Macht aber nichts. Am 8. Juni können Sie nach Berlin reisen, denn da gibt es wieder diese Operette live zu hören. Im Theaterzelt am Roten Rathaus mit der komischen Oper Berlin. Aber nun, die Welt gibt sich ein Rendezvous. Viel Vergnügen.
Thank you.
Lust, in eine Operette zu gehen. Und nun soll es um eine außerordentliche Frau musikalisch gehen. Eva Duarte. Sie wurde 1919 in Los Toros geboren. Ihr Leben ist dem von Aschenbrödel ähnlich. Trotz ihrer niedrigen Herkunft wird sie die mächtigste Frau des Landes, als Ehefrau von Juan Domingo Perón, der von 1946 bis 1955 Präsident von Argentinien war. Die starb im Alter von 33 Jahren an Krebs am 26. Juli 1952 und wurde wie eine nationale Heldin beerdigt. Nach ihrem Tod war sie noch lange Zeit das Objekt einer Art Laienkult bei der armen argentinischen Bevölkerung. Nur das argentinische Heer und die Aristokratie hatten nimmer ihre Machtstellung akzeptiert. Das Musical Evita wurde 1976 komponiert und war das dritte Musical, das der Komponist Andrew Lloyd Webber in Zusammenarbeit mit dem Textdichter Tim Rice schrieb. Auch dieses Musical war ein sehr, sehr großer Erfolg im Londoner Westendviertel und lief 8 Jahre ununterbrochen. Schon 1979, also 3 Jahre später, startete es auf dem Broadway in New York. Das Musical Evita erzählt einige Episoden aus der Lebensgeschichte der passionierten zweiten Ehefrau des argentinischen Diktators Juan Perón, Eva Duarte. Hören Sie nun aus diesem Musical Evita die musikalischen Highlights, zusammengestellt von John Moss. Thank you.
kennt, der weiß, dass auch Filmmusik in unseren Konzerten nie zu kurz kommen. Alljährlich geben wir große Filmmusikkonzerte. Erst vor einigen Wochen waren wir am Theater Arnstadt mit so einem Konzert in einem ausverkauften Haus. Was wären die großen Filme ohne Filmmusik? Star Wars, Herr der Ringe oder die Musik der großen Western? Mit diesen wunderbaren Ohrwürmern möchten wir uns von Ihnen verabschieden und hoffen, dass unser Frauentagskonzert extra für Sie Ihnen Freude bereitet hat. Kommen Sie gesund nach Hause und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Freuen Sie sich jetzt also auf Melodien wie Moon River, Over the Rainbow, Star Trek und Indiana Jones zum Abschluss des Konzertes. Er spielte für Sie das Polizeiorchester Thüringen unter der Leitung von Christian Bayer. Thank you.